Da waren zwei Punkte, haben mich sehr bewegt und haben mich sehr herausgefordert. Der erste Punkt war Einsamkeit. Mit 18 in den Schulklassen zu sitzen und du hast so deine feste Crew, du hast so deine Leute, die du jeden Tag siehst. Gehst morgen hin, gehst abends zurück und dann in den Arbeitskontext geworfen zu werden, wo die meisten Leute natürlich älter sind als du, wahrscheinlich schon eine Familie haben, du nicht in der Uni bist oder in der Ausbildungsstätte, in dem du gleich deine Leute hast. Und da habe ich ein bisschen geschwommen am Anfang und musste mir dann relativ schnell einfach ein Netzwerk aufbauen und lernen und mir die Fähigkeit aneignen, Leute kennenzulernen und Netzwerke zu verstehen und zu gucken, okay, wo kann ich hingehen, wo finde ich Leute, was gibt es für Seiten, die ich nutzen kann. Und dass mir letztendlich diese Herausforderungen im späteren Leben, als ich wieder im Ausland war, super viel geholfen habe, weil ich sofort wusste, okay, selbes Spiel, du weißt, wo du hingehen musst. Mhm. Und die zweite Herausforderung war, nochmal die Verbindung zu Deutschland zu haben. Da die Arbeitsmigration in den 60er, 70er Jahren, bei denen viele, viele Menschen aus der Türkei angeworben worden sind, aber auch viele Menschen wieder zurückgegangen sind. Und ich gereist bin und in der Mitte der Türkei war und gecouchsurft habe, auf einer Couch surfen durfte von einer Person und die Person mir erzählt hatte, mir einen Brief gezeigt hatte auf Deutsch und er es nicht gesehen hatte, es gab da Geld. Ich so, Geld aus Deutschland, wieso? Und ich mir das durchgelesen hatte und es eben klar wurde, dass sein Vater eben in der Mine gearbeitet hat in Deutschland und Kohle war das, glaube ich, abgebaut hat und am Ende an Lungenkrebs verstorben ist. Und ich da gemerkt habe, so, in der Türkei, wir denken, das ist so weit weg, aber wie ist Deutschland eigentlich verstrickt in sowas, ne? Und da nochmal ein ganz anderes Bild auf mein eigenes Land bekommen habe, an einem Ort, an dem man es eigentlich nicht erwarten.